Hallo ihr Lieben, ist das nicht ein wunderbares Imbolc-Wetter? Ja, wir sind jetzt in der Imbolc-Woche, in der Imbolc-Mondwoche. Und es ist so warm jetzt plötzlich, die Sonne scheint, die Vögel sind so laut hier. Und man merkt wirklich einen Wettershift. Genau, was nicht zu verwechseln ist mit Frühlingsbeginn. Aber es ist praktisch wie so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der uns geschickt wird. Auch wenn es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie noch mal kalt werden kann, richtig kalt. Ja, das ist praktisch so ein bisschen ein Vorbote schon von alles wird gut und alles ist gut. Also, dass du dir keine Sorgen machen musst. Genau, Imbolc selbst ist, man sagt, das ist das Fest praktisch des ersten Lichtes. Die ersten kleinen grünen Triebe und die ersten Blumen kommen aus der Erde praktisch wieder hoch. Das ist praktisch der Weg aus der Erde wieder raus ans Licht. Und ja, es hat viel mit Loslassen zu tun, viel mit Trauer, viel mit, es ist praktisch ein Fest gewesen, was eigentlich für die Psychohygiene da war. Deswegen habe ich auch gestern geschrieben, triff dich mit jemandem und teile deine Sorgen. Lass einfach mal los, lass los, was so in dir hängt und was dich so ein bisschen vergiftet von innen. Ne? Wir alle müssen uns vorstellen, es ist ja nicht also wie jetzt, dass wir so viel Kontakt haben, selbst wenn wir praktisch eingesperrt sind zum Teil. Sondern ne, wenn du auf dem Bauernhof früher gelebt hast, irgendwo weit draußen, dann warst du im Winter ganz schön alleine, ja, wenn du eingeschneit warst. So. Und dann konntest du eben nur zu bestimmten Gelegenheiten oder wenn es dann mal ein bisschen wärmer war, dich wieder treffen mit anderen Höfen. So. Und das heißt, es war sehr einsam. Es war sehr einsam auf eine Art, halt in der Mischpoke, in der man lebte, also sei es Familie mit Angestellten oder wie auch immer das halt aussah. Aber es waren halt immer die gleichen Leute und wir alle wissen, dass wenn wir immer mit den gleichen Leuten zusammen sind, dass sich da die ein oder andere Spannung, genervt sein, Frustration, weil es nicht so läuft, wie wir wollen, ansammelt. Und insofern ist das Imbolc eine Möglichkeit, all das mal loszulassen. All das, was sich jetzt schon im letzten halben Winter praktisch angesammelt hat, einfach mal rauszulassen, den ganzen Nerv, die ganze Trauer, die ganzen Frust, das Gefühl, ich kann nicht mehr, das schaffe ich so nicht mehr, irgendwie so. Und allein durch dieses Teilen in der Gemeinschaft und das Reinigen dann, das Rituelle, erleichtert das unser Herz schon wieder enorm. Und das Nächste ist praktisch, dass du einfach spürst, dass du nicht alleine bist und dass du angebunden bist an Himmel und Erde, dass es da mehr gibt um dich herum, was dich stützt und dann kannst du praktisch in die zweite Hälfte des Winters wieder gehen, ohne dass es zu viele Selbstmordraten gibt. Genau, also das ist der Hintergrund von diesem Fest. So. Ja, lass mich wissen, ob das mit dir resoniert. Ich denke, in unserer Zeit ist das gerade total wichtig. Insofern schau, wo du dir diese Räume schaffen kannst, dass du teilen kannst, dass du sein kannst. Dass du sein kannst mit allem, was du bist, auch wenn du das manchmal am liebsten verstecken möchtest vor anderen. Aber schau, dass du in sichere Räume kommst, also sei es eben in Ritualkreis oder in Frauenkreis oder in Männerkreis oder was auch immer dich anzieht. Schau, dass du da für dich sorgst oder triff dich mit deinen Freunden und wirklich, dass ihr euch gegenseitig mal erlaubt, einfach zu jammern. Ja? Also es geht ja nicht darum, dass man daran dann festhält und dass man das immer macht, aber dass du einfach mal so richtig stöhnst und seufzt und vielleicht weinst über irgendwas, was passiert ist und oder dich belastet und dann wäschst du es wieder ab und steigst wieder in dein Leben. So, das ist halt so ein bisschen die Ritualzeit, ist praktisch so die Zeit außerhalb der Zeit, also wo man raussteigen kann und dann steigt man wieder rein. Genau. Falls du da mehr wissen willst, kannst du gerne auf mich zukommen und ich drück dich und wünsche dir ein gutes Beltane. Genieß das Wetter. Ich drück dich. Tschüss.